zum Bunker von Klein Perlin. Ne, leider hoch, ne? Genau. Hey, wir haben ja heute erstmal mitgekriegt, dass wir auch mal stärkeren Gegnern gegenüberstehen, was wir erst gar nicht gewusst haben. Sonst hätten wir uns die Frusterlebnisse nämlich sparen können, wenn wir das eher geschnallt hätten. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wieder zurück. Zur nächsten Metrostation am besten. Warte mal, ja, wir könnten hier in die Richtung müssen wir, aber das sind wieder Gegner. Kann man hier mit irgendeiner Taste die Karte aufrufen? Warte, M? Nee. Nee, warte. Oh, was ist jetzt los? Mehr Leute sind unterwegs. Oh nee. Ich geh stiften. Tschüssi. Na geh auf, du Arsch. Ah, Hilfe. Ich wusste gar nicht, dass man das Tor aufmachen kann. Ja, und toll, jetzt kommt das Vieh hinterher. Ja klar, was dachtest du? Wieder. Danke. Ich hab keine Granaten mehr. Ich auch nicht. Jetzt ist Fies gleich down. Wow, das war mega cool, so. Jetzt. Aufpassen, dieser Laser Tiny ist dort hinten noch. Da geht wieder mit dieser scheiß pöblischen Pistole in die Knie. Echt? Ja. Ich krieg das nicht hin! Wenn wir hoffen so! Hilfst du mir? Jawohl! Oh, jetzt geht es mit den scheiß Drohnen wieder los. Es wird ja wieder eine Drohne nach der anderen ausgespuckt. Wir müssen alle Gegner töten erstmal, dann hört es erst auf leider. Na komm, geh runter, Mädel. Wenn ich scheiß Raketenseife, du ich dir ableih. Ja, ich, wo bist du denn? Wieder zurück, ich bin unten jetzt. Komm ab, du Drecksvieh. Ich hab keine Rüstung mehr, kaum noch Leben. Warte, Rüstung wenigstens ein bisschen. Du musst mal T drücken, dann kannst ja, du. Ah, bin ja gerade dabei. Danke. So, doch, immer noch. Immer ruhig. Da spuckt immer wieder drin. Gut, da verschwinden wir jetzt nach hinten. Ja, kein Wunder, die Scharfschützen sind noch wieder auf dem Balkon. Warum springst du da drunter? Oh, weil es eine Erleichterung ist einfach in dem Moment. Oh. So, dann reisen wir erstmal wieder in der Heimat. Nimm doch mal das Scheißding. Und zwar reisen wir zum... Wohin? Flussufer, ne? Herrlich. Keine Zeit zum Kochen, kein Problem. Die Blitzhitze 80. Nee, Katakomben müssen wir. Das ist eine Mikrowelle. Scheiße, ist das herrlich. Ah. Fang ich daneben ich hängen. Immer eh. Ich bin immer eh gewöhnt, wenn ich irgendwas ausführen will. Ja. Daneben hängen unsere Bilder, weil wir gesucht werden. Mensch. Ehrlich.
Na! Nimmst du mal meine Reiseanfrage an? Ja, ich warte die ganze Zeit hier. Reisen mit in der Nähe, mit Gegnern in der Nähe nicht möglich. Steht bei mir. Was? Es hupen hier noch irgendwelche Arschlöcher rum. Ich kann nicht mitreisen. Bei mir steht da, Reisen nicht möglich mit Gegnern in der Nähe. Ich suche gerade ab, wo die sein könnten. Reisen in der Nähe mit Gegnern in der Nähe nicht möglich. Oh, Nerv. Oh, das ist echt anstrengend. Da rennt dann Baller draußen noch irgendjemand rum. Ja, warte, ich habe eine Idee. Da ist einer. Jetzt geht wieder der Alarm los. Hört zu, Mädels. Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Platziert eine Bombe am Fahrzeug. Oh, das ist nicht dein Ernst. Das haben wir doch schon mal gemacht. Es kann sein, dass die entweder immer wieder machen müssen oder diese wurde auch wieder zurückgesetzt. So, jetzt. Ich habe den so einen Typen erwischt. Wer will das wissen? Einmal nach oben. Bonjour. Hi. Alles klar. Salut. Hallöchen. Hey. Aha, da hinten. Bad Nouvelle, keine Not, ihr zwei. Super Mädels, Felicitation. Ihr habt Claude gerettet, notre cher ami. Wenn ihr noch nicht dort wart, schaut bei ihm an der Schießanlage vorbei, okay? Das war... Aha, 350 Silbermünzen plus 7000, was? Ein Fähigkeitspunkt plus 2% dauerhafter Schaden. Das war bestimmt 7000 EP. Ça va bien? Hallöchen. No. Komm mal bitte kurz zu meiner Position. Ich schaff das nicht allein. Pack mal mit an. Wenn wir die Chance haben, dann würde ich sie gleich nutzen. So. Machst du? Ich tue wieder bestätigen. Ja? Na, ich kann jetzt das Metropolan benutzen und ansonsten nö. Ja, glaube. Ja, sag mal, warte. Ich
Steht da, wo der ist? Warte mal, Klein-Berlin, Katakomben, Flussufer, Sieges Boulevard, Überfall Bruder 3, Radiopropaganda, gestohlene Forschung. Ich gehe mal komplett raus. Du musst. Political Detection Area 4, Area 4 bei Bruder 2. Schon vor längerem wurden Gefangenenareale wie dieses hier von General Lothar Brandt eingerichtet, um politische Abweichler geringerer bis mittlerer Risikostufe festzuhalten. Eine Warnung für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich aufzulehnen. Ein kritisches Wort gegen das Regime und man wird hierher geschickt. Nach dem Pariser Aufstand sind viele Gefangene gestorben oder verschwunden. C'est vraiment très, très triste. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt bin ich heute mal dran. Da wünsche ich, sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood im Koop-Modus, Leute. So. Ja. Weißt du, so, manchmal dreht man nur schnell zu dir durch, wenn du alles um dich herum vergisst und dir Geschichten ausdenkst. So. Okay. War was, Jess? Hast du was gesagt? Das Komische ist ja, was heißt das Komische? Das Geile ist ja bei mir, ich habe ja kann das ja leider nicht auf so hoch zocken, in der Grafik. So wie, nicht so gut wie bei dir. Ich habe. und dennoch unten diese Spiegelung, auch wenn es sehr verwaschen und verwischt ist, also sehr trüb, könnte man sagen, trotzdem sehe ich das, diese Spiegelung. Und das, ja, das ist aber was anderes, wir haben ein Extra-Leben. Wie gesagt, bei mir ist es halt was anderes, ich kann es ja nicht so hoch zocken, leider. Und trotzdem spiegelt sich das, das finde ich ja auch mal geil, obwohl du es halt, wie gesagt, nicht so hoch hast, einstellen kann. Finde ich geil irgendwie. Weil bei vielen ist es ja dann immer abgeschalten. Solche Spiegelung. Hier oben liegt eine Granate, falls du brauchst. Das ist wirklich ein ganz schönes Gerät. Da ist eine Rüstung drinne. Warte, ich komm hoch. Warte. Ich guck mal kurz. Ich sehe nämlich keinen Drohnen und Röhre. Okay, die haben uns gedeckt. Drohne ist weg. Das war eine Aussage, keine Frage. Ich hab Schrotflinten-Heini. Ja. Mega krass und voll extrem, Jess. Sag mal, was hast du denn? Warte mal. Du hast einen Schalldämpfer dran, oder? Du hast mich einen anderen wie ich. Du machst wesentlich mehr Damage, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Momentum. Überschwerer Lauf, jetzt nehme ich mal den, den du hast. Ja, doch, komm, ich will endlich mal ordentlich Damage machen, ja, das rotzt hier drauf. Okay. Du rotzt hier drauf und stehst da, war grad was? Dein Gegner?
Granaten. Bus ist soweit. Rüstung höchstens noch. Ah, jetzt wieder so eine gelbe Kiste, aber die mit Laser aufmachen musst. Ändere die Position! Oh. Ja, da oben war gerade am Geschütz. In der Mauer. Da hat er gerade auf dich geschossen. Jo. Ach so. Das habe ich wieder angesprochen gefühlt. Achtung, Geschütz gefunden. Stiften. Oh, scheiße. Was muss man? Ja, da ist wieder einer runtergesprungen mit dem Geschütz. Achtung. Der noch runtergesprungen mit Geschütz. Das ist bei mir oben. Wie sieht's mit deiner Gesundheit und alles aus? Gut. Nee, ich bin oben hier. Warte, warte, ich komm runtergefallen gleich. Noch kann ich gerade. Ich komm runter. Achtung! Ich bin's auf den einer der Dächer, Holzdächer. Scheiße, gleich läuft gleich. Jetzt bin oder da, bin da. Danke. Zeig ihm, was du drauf hast! So. Danke, Jess! Ja, weiter so! Danke. Rüstung hast du auch bekommen? Gut, bin wieder voll da. Ich wechsle meine Position. Ich bin getroffen. Hilfe, irgendjemand. Okay. Der Stärkung ist auf dem Weg. Hat gehört. Dieses Dude. Noch eine bessere Position. Du. Okay, da hat einer mit Rakete oder sowas auf dich geschossen. Ey, ich hab mit RMP erwischt. Und du auch anscheinend. Alter, ernsthaft? Ich musste da mal mit meinem Fahrstuhl was zeigen. So ein Einrad-Motorrad hier. So, ich geh jetzt mal vorsichtig rein. Ich hab einen Polizisten gerade erledigt. Warten auf Codeanfrage. Wir haben wieder ein Terminal, keine Diskette. Oh, das warst du, Entschuldigung. Im Bus ist nur ein bisschen. Oh. Ich glaube, Schwester. Oh ja. Das ist nochmal Rüstung, wenn du brauchst. Hier übrigens die Dinger hier. Die stehen hier überall rum. Diese Motorräder hier. Das siehst du da halt nicht. Echt? Ja, so weit war ich noch nicht. Nee, so weit war ich noch nicht. Ich habe es erst mal.
Ich habe erstmal den New Order angefangen, also den ersten Teil. Böse. Naja, ist, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich. Das wird er verwest, ja, und dann, ja. Ja, Humor und Zynismus. Und brennt alles. Oh, ich hab grad eine Tür aufgeklappt. Ich gehe nicht weiter. Ich geh erstmal zu dir mit hoch. Hier unten kommen wir nämlich lang ein Stück weiter. Ich hab gerade eine Tür aufgelatscht. Ich habe einfach mal probiert und habe die Tür unten aufgelatscht, aber wie gesagt, wir gucken erstmal, wie es weitergeht. Weil ich wollte jetzt nicht weit vorlaufen, weil hier musste ich schon mit einer Code-Anfrage stellen. Warte mal. Jo! Oh. Hab ich gerade erschrocken. Ich glaube, das wollte es gewollt. So ein Robotervieh hat sich gerade bewegt. Was mache ich natürlich? Ich rotze natürlich ein ganzes Magazin drauf. Vorspulen. Oh. Habe ich jetzt verjagt. Hier oben ist eine gelbe Kiste übrigens. Oft schmunzen. Und was Lesbares. Wo hast du das gesehen jetzt? Der hier, das Arschloch hier! Komm mal her, hier, das Arschloch, das hat sich bewegt. Das hat sich kurz so gezuckt, bewegt und dann bin ich wirklich erschrocken. Oh, was war denn das jetzt? Ach, du musst erstmal aufladen, da gibt's einen kleinen Knall und dann. Was? Kleiner Mann, bin gerade nicht mitgekommen. Aha. Okay. Bürger von Neuen Paris. Das Lesen von Zeitungen, die nicht von der Regel freigegeben wurden, ist eine Straftat. Okay. Vor allem die Frage ist, warum? Das so ist dann. Warum das nie rauskommt. Herrlich, ich bin gerade hier bei die Uzi zu modifizieren. Da gibt es eine Laufverbesserung, warte mal. Die Mündungsbremse habe ich ja drin. Da gibt es einen Schalldämpfer. Die Schalldämpfer ist ungelogen länger als die Waffe selbst. Ich zeig's dir mal am besten. Du guckst dir an, wenn du da mal kurz Zeit hast. Also wie gesagt, da ist der Schalldämpfer länger als wie die Waffe. Ja, oder? Das darf nicht sein. Ich auch. 11 Punkte schon wieder. Hui. Mhm.
Gut, ich habe erstmal mir eine Lebensenergie geholt. Vor allem, ich habe erstmal die beim Charakter, den Verstand, oben die beiden ersten genommen. Die erste Hilfe, die zweite Hilfe habe ich genommen. Habe mich jetzt, ja, wie viel? Vier Punkte gekostet, aber wenn du dann wieder aufstehst, wieder hochgeholt wirst, hättest du plus 50 Gesundheit und plus 50 Rüstung, also ein bisschen mehr. Geil. So, ja, ist erstmal mein Charakter ein bisschen geupgradet. Ja, gut, nehmen wir sofort. Schade. Und, opa, passt perfekt. Ja, diese Sonderwährung. Ja, da manche Sachen musst du halt mit Echtgeld bezahlen. Scheiße. So, jetzt muss ich kurz mal eins. Ich glaube, das kannst du kaufen, du musst aber halt echt Geld dafür bezahlen, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht, ich lehne mich da jetzt ein bisschen weit nie aus dem Fenster, sagen wir es mal so. Warte mal, aufhört. Aha. Man kann die Teile, die man hat, sogar aufwerten, sehe ich gerade. Warte mal, Sturm wäre mein Liebstes. Auf Stufe 25 freigeschalten. Gut, ich muss wieder Silber suchen. Ich habe gerade ordentlich hier sämtliche Punkte investiert. 11 Punkte. Über 11 Punkte investiert. Gut, wer macht die Codeanfrage? Machst du die Codeanfrage und ich mache das andere diesmal? Na, du musst an das Terminal dort gehen. Na, du musst jetzt an das andere Ding gehen, das weißt du. Du musst den Code erst generieren. Das haben wir erst eben mal gemacht müssen. Wurfwaffen voll.